Die hohen Spritpreise werden jetzt vom Bundeskartellamt überprüft. Hintergrund ist, dass die Preise an den Tankstellen nicht zurückgehen, obwohl die Rohölpreise zuletzt gesunken sind. Wirtschaftsminister Habeck bat, die Wettbewerbshüter zu klären, ob die Mineralölkonzerne ihre Marktstellung missbrauchen. Es sei nicht akzeptabel, dass Unternehmen in der jetzigen Situation unangemessene Gewinne machten. Ein ungewöhnlicher Protest gegen die hohen Spritpreise. Lkw-Fahrer bremsen heute den Verkehr aus, wie hier in Köln. Ihr Vorwurf, der Spritpreis ist zu hoch, obwohl gerade der Ölpreis sinkt. Die großen Ölkonzerne geben das im Moment nicht an die Verbraucher weiter. Stattdessen verdienen sie an der Krise gut. Man kann nicht negieren, dass auch bei der Mineralölwirtschaft einiges hängen bleibt. Eher bei den Produzenten, bei den Raffinerien als bei den Tankstellenbetreibern. Die Mineralölkonzerne weisen die Kritik zurück. Auch wenn sie derzeit gut verdienten, sei Benzin in Deutschland gerade knapp. Eine Folge des Krieges und der Entscheidung, nicht in Russland zu kaufen. Hauptgrund für die aktuelle Situation ist, dass wir ja gerade dem Wunsch der Politik und der Bevölkerung folgen, weniger Öl und auch Mineralölprodukte wie Diesel und Heizöl aus Russland zu importieren, um dort weniger zu finanzieren. Fast die Hälfte der Tankrechnung beim Sprit landet beim Staat. Durch Energie, CO2 und Mehrwertsteuer. Wenig bleibt bei den Tankstellen hängen. Deren Verband sieht auch Angst und Spekulationen am Markt als Gründe für die hohen Preise, die anders als sonst jetzt vom Ölpreis entkoppelt sind. Dies habe System, sagen Wissenschaftler. Der Spritpreis steige immer schnell, falle aber nur langsam. Zeit, die anderswo fehlt. So sehen sich Transportunternehmen im Existenzkampf und fordern Hilfe von der Politik. Die US-Notenbank Fed hat wegen der hohen Inflationsrate ihren Leitzins erhöht. Der wichtige Zinssatz für die weltgrößte Volkswirtschaft steigt um 0,25 Prozentpunkte. Es ist die erste Anhebung seit Beginn der Corona-Pandemie. Die US-Verbraucherpreise waren zuletzt so stark gestiegen wie seit 40 Jahren nicht mehr.